Erfahrung ist, also im Coaching, dass viele Frauen sich sehr schwer tun mit Entscheidungen. Das Thema dahinter ist meistens die Frage, wie entscheide ich mich richtig, wenn ich mich jetzt entscheide? Ist es falsch? Ist es auch das Richtige? Also immer dieses Zweifeln nach irgendeiner Entscheidung auch ringen. Meine Erfahrung ist, ich gehe mit den Frauen meistens erstmal zurück in die Kindheit. Was hat man als Kind gerne gemacht? Weil da hat man sich über solche Sachen überhaupt keine Gedanken gemacht. Man war draußen, man hat gespielt, man war mit Freunden unterwegs, man hat oder mit Barbiepuppen gespielt, man hat gerne Bücher gelesen. Also das sind so meistens so die Ansätze, da war das Thema kognitiv Entscheidungen treffen, gut oder schlecht für oder wieder, gab es damals noch gar nicht. Und dann ist es spannend zu sagen, was ist heute noch da von dem, was ich als Kind gerne gemacht habe und eventuell, was hat mich daran gehindert. Und meistens kommen da so diese Hindernisse, die einen daran auch davon abhalten, Entscheidungen zu treffen oder irgendeinen Weg zu gehen, die kommen da meistens wieder raus. Das sind zum Beispiel Glaubenssätze in der Familie, das sind, weil wir nicht alleine auf die Uni gehen wollten, weil ein guter Freund oder eine gute Freundin ist nach München oder nach Berlin gegangen, ach, da will ich auch hin. Ich hatte Angst, alleine zu sein. Und das sind so diese klassischen Hindernispunkte, die es dann gilt, rauszufiltern, was mich gerade wirklich davon abhält, eine Entscheidung zu treffen.